Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir unseren Nebenquest-Marathon abgeschlossen, also nicht Nebenquest, aber Schatztruhen-Marathon, ihr wisst schon. Hab ich jetzt eigentlich bei den Dalmatinern nachgeguckt? Verdammt. Egal. Ich würde sagen, wir machen in der Story weiter und wir gehen zu dieser Welt. Die ganze, ich glaube, 10 Sterne, ja, hat. Und ich habe jetzt offscreen mir ein neues Gummischiff gebaut, welches ich noch nicht ausprobiert habe. Es sieht zwar voll klobig aus, aber es wird bestimmt seinen Zweck erfüllen. Das ist eigentlich Gummijet-Mission, wenn ich mal auf Dreieck drücke. Aber keine Ahnung. Habe ich mich noch nie damit befasst. Ich glaube, trophäenmäßig hängt damit auch nicht so viel zusammen. Also, los, machen wir uns auf. Wir wissen ja schon, wie die Welt heißt, aber ich werde es jetzt trotzdem nicht mehr sagen. Los geht's. Da könnt ihr auch mal mein neues Gummijet hier bewundern. Ich hoffe, ich sitze jetzt da drin, ne? Ein Schutzschildgummi schützt mehrmals vor Angriffen. Ein Radargummi, den Radarschirm links unten im Bildschirm beachten. Ja, weil ich jetzt die ganzen neuen Sachen da drauf habe, wird mir jetzt erklärt, was das alles macht. Ein Turboantrieb, mit dem kann man für kurze Zeit beschleunigt werden. Ich liebe die Musik hier. So. Gehen wir aus dem Weg. Das ist doch schön, oder? Da glaube ich von jeder Waffe hier irgendwie ein Ding drinne. Schutzschild kann man auch sehen. Ach ja, mit Dreieck. Dann mache ich noch mal Energie. Dreieck, ne? Mit 4 kann ich beschleunigen. Da dürfte es auf jeden Fall hier einfacher machen. Sehr schön. So macht das doch wieder Spaß. Du willst mich rammen? Hä? Komm her. Die Flugmusik hier ist voll menacing, ne? Voll bedrohlich. Also nehmen wir uns halt am Ende. Wie ich alles zerstöre. Und da ist die Welt. Hallo, Bestchen. Landen wir da. Schade, dass wir von dem Gummischiff jetzt nicht mehr so viel haben. Aber, naja. Was soll's. Ach so, wir haben mal eins. Ich kann da mal irgendwann mal zeigen, wie das so aussieht. Ich halt gebaut haben und was weiß ich. Alles, was ich gemacht habe, ist eigentlich nur so die ganzen wichtigen Sachen, so wie Waffen und, weiß nicht, Schutzschild, alles in die Mitte zu packen und das alles dann nur so ummanteln mit Gummis. Also, ja. Ah, sehr schön, ne? Okay, weiter in der Story. Donnerwetter, seht euch das an! Ich kenne diesen Ort. Foreshadowing. Hallo, Bestien, die letzte Zitadelle. Das ist komisch. Ich frage mich, wieso ich in mir diese Wärme spüre, genau hier. Ach, du hast nur Sodbrennen. Hey, ich meine das ernst. Gehen wir. Ja, am Anfang denkt man sich vielleicht, ja, das ist bestimmt nichts Besonderes, was er merkt, aber... In Wirklichkeit hat das alles so seine Bedeutung, wenn man irgendwann die nächsten Spiele spielt. Dann erfährt man sogar, weswegen er so fühlt. Foreshadowing. Merkt man mal, wie die Macher von Kingdom Hearts hier so richtig vorausplanen. So storymäßig. Und deswegen ist Kingdom Hearts einer der besten Spiele der Welt. Einer der besten Spieleserien der Welt. Das klang jetzt ein bisschen sarkastisch, war es aber ganz und gar nicht. So, übrigens, wenn wir in diesen Blubberbläschen hier reinspringen, dann kommen wir unter Wasser. Aber hier ist nichts. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Ich dachte, nur wenn man springt, kommt man da wieder raus. Aber anscheinend nicht. So, da ist aber noch eine Blubberblase. Da gehen wir mal rein. Da kommen wir auch hier hin. Was zum... Okay, man kommt automatisch zurück. Ich dachte immer, wenn man springt.
Oh, und die Musik. Wir sind ja jetzt übrigens in der coolsten Welt in ganz Kingdom Hearts. Nur so nebenbei. Da komme ich nicht hin. Die springen natürlich schon wieder. Ich könnte sagen, aber Hollow Bastion ist irgendwie die beste Welt in der ganzen Kingdom Hearts Serie. Und noch mehr Dalmatina. Ich sollte mal gucken, wie viele habe ich eigentlich? Wow. Da fehlen gar nicht mehr viele. Sehr schön. Machen wir nur noch 24. 24 geteilt durch 3, also noch 8. Kisten müssen wir finden. Aber wenn es mich... Ich komme da locker dran. Okay, dann gehen wir nochmal höher. So, jetzt müssen wir aber da unter Wasser zur Eintruhe kommen. Dumm. Meteor-Gummi. Ich habe übrigens nur ein stinknormales Blitzgummi. Habe ich gemerkt. Ich könnte meinen, den ganzen Abenteuer jetzt schon ein paar mehr bekommen, aber nö. Blitzgummis für ein Gummischip, die sorgen dafür, dass man hier nach vorne schießt. Blitzrad tun irgendwie nach oben und unten und Blitzgard tun so einen dicken Schuss abgeben. Und ja. Wäre eigentlich besser, wenn man ein paar mehr Blitzgummis hat, aber habe ich nicht gehabt. War ich auch überrascht, ehrlich gesagt. Oi. No vessel, no help from the Heartless. So tell me, how'd you get here? I simply believed. Nothing more to it. When our world fell into darkness, Belle was taken from me. I vowed I would find her again, no matter what the cost. I believed I would find her. So here I am. She must be here. I will have her back! Take her if you can. Stop! So, you finally made it. About time. I've been waiting for you. We've always been rivals, haven't we? You've always pushed me, as I've always pushed you. Riku! But it all ends here. There can't be two Keyblade Masters. What are you talking about? Let the Keyblade choose. It's true, Master! Maleficent was right. You don't have what it takes to save Kairi. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. But that's impossible. How did this happen? I'm the one who fought my way here with the Keyblade! You were just the delivery boy. Sorry. Your part's over now. Here, go play hero with this. Goofy, let's go. We have to remember our mission. Oh, well, I know the king told us to follow the key and all, but... Tja, einer für alle für einen, was? Du mich auch. Das war gerade die verlogenste Szene in ganz Kingdom Hearts. Nur so nebenbei. Hey, don't move! You're hurt! Why did you come here? I came
to fight for Pearl. And though I am on my own, I will fight. I won't leave without her. That's why I'm here. Wow, das Biest ist ganz schön badass. Hab ich, glaube ich, nie gesehen im Film, Schöne und das Biest. Me too. I'm not gonna give up now. I came here to find someone very important to me. Aber ich weiß natürlich, um was es in dem Film geht. So, wir wurden jetzt von Donald und Goofy so eiskalt verraten. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber genau das ist gerade passiert. Und ja, super. Dafür haben wir ja das Biest, das eine Menge Heilgegenstände hat. Oh nein, nicht wegwerfen, bist du irre. Bist du denn des Wahnsinns? So. Ausrüstung. Wie alle hier nur die stinknormalen Sachen. Ability. Was haben wir denn da? Kampffähigkeit wird schneller wieder aufgehoben. Volle Heilung der Lebenspunkte. Esprit, Esprit, Berserker, Donation, Power Tackle. Ja, kann alles so bleiben. So, dann holen wir uns mal die Schatztruhe. Ich komme jetzt hier überall hin. Sobald ich hoch genug bin, ist eigentlich okay. Und ich laufe jetzt mit einem Holzschwert rum. Mit dem Holzschwert zum Sieg. Eisraring, okay. Also was hier? Schon bestimmt genug hier. Kriegst ein Update. Das Biest hat natürlich wieder voll übertriebene Werte wahrscheinlich. Ja. 29, 29. Ja, Holzschwert, damit kann ich natürlich nicht so viel Schaden anrichten. Zum Glück habe ich ja Magie ausgerichtetes. Pff, stimmt ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe da ein Magie ausgerichtetes Schlüsselschwert. Er bringt ja irgendwie nichts, wenn ich überhaupt keins hab. Ja, erst nachdenken, dann sprechen. Das ist bei mir sowieso so ein Thema. Jetzt kann ich bis dahin mal fliegen. Guckt euch mal hier an, wie groß der See ist. Wir sind mitten im Wasser und sonst nichts. Manchmal frage ich mich echt, ob so Welten, also weiß ich nicht, so Traverse und all sowas hier nur immer aus bestimmten Gebieten bestehen, oder ob es wirklich so einen richtigen Planeten gibt. Weil wir sehen ja eigentlich immer nur die Gebiete, wo wir auch sind. Wir gehen jetzt natürlich erstmal hier lang. Obwohl, ich glaube, wir gehen erstmal da lang, weil ich glaube, da kommen wir sowieso nicht lang. Hi, na? Ja, pf. So, jetzt kommt die beste Kampfmusik in ganz Kingdom Hearts. Boah, wie ist das Lied nochmal? Scherzo de Not, irgendwie sowas. Boah, ich glaube, in dem Teil heißt das noch nicht so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an Destiny Island, wo wir gegen die Herzlosen gekämpft haben. Da haben wir die noch nicht mal getroffen mit einem Holzschwert. Hier machen wir wenigstens minimalen Schaden. Also wenig Schaden, wie es geht. Aber wir haben noch das hier. Puff. Das Biest haut ja auch richtig rein. Ja, wir müssen hier ein bisschen auf Magie gehen, habe ich da so das Gefühl. Hi. Hi, na? Nimm mal den hier. Buff. Greif an. Sehr gut. So, verschlossenes Tor. Verschlossen. Zuerst den Untergrund untersuchen. Okay. Da kann ich... Nein, da kann ich nicht rüber. Da oben kann ich, glaube ich, auch nicht hin. Nee. Glaube ich nicht. Dann weiter. In Untergrund, man hat's ja gehört. Ah, das hat jetzt hier das Ding geändert. Halt, da kommen wir, glaube ich, hin. Oder? Kommen wir da hin? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Gehen wir weiter.
What? Wird vertagt. Okay, das Ding wird einfach nur dadurch aktiviert überhaupt. Wenn wir da runter springen können, aber warum? Dann breche ich mir doch was. So, Beast, that's Tagline. Ist ja gut. Es war sehr effektiv. Ah! Oh Mann. Oh Mann. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Rufen kann ich ja auch noch. Ja, Beast haut zum Glück alles hier weg. Ich sag mal an, ey. Los, töte ihn. So, gut gemacht. So, Ether. Lass mal erstmal. Gehen wir mal hier hin. Was ich auch sehr spät herausgefunden habe, ist, dass man diese Blasen einfrieren kann, aber ich habe jetzt keine MP. Hab ich zum ersten Mal irgendwie beim Let's Play von irgendjemand anderen gesehen. Habe ich mich auch sehr gewundert, dass das möglich ist. Nennt ja immer wieder was dazu. Blitzragummi, immer noch kein Blitz. Das war ein sehr kurzer Sprung. Ich glaube, da Papiergummi. Was? Soll ich damit andere Schiffe irgendwie schneiden oder was? Just a paper scratch. Paper cut, was weiß ich. Nein. Ich höre irgendwie, wie das Biest irgendwo gegenläuft. Ich glaube, hier ist der offizielle Weg, aber gehen wir erstmal hier runter dann. Oh, ich liebe es, dass wir in dieser Welt angekommen sind. Sehr schön. Das ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Feuerring. So, dann lass mal hier zeigen. Ja. Wusste ich früher nicht. So, das ist mir ein bisschen zu fest. Kannst du das mal machen? Putsch. Ich glaube, wir sind doch ja schon richtig. So, weiter. Upsala, Entschuldigung. Ich hab man nicht so gehört. Ich ans Mikro gekommen bin. So. Bitte. Sehr schön. Kerker, ach ja. Ja, hab ich gar nicht gemacht. Na, mein blauen Triotech. Leider haben wir Ultima Gummi. Das ist, glaube ich, eine Laserkanone. Ich brauche aber nicht nochmal ein neues Gummischiff, hallo. Sonst ist ja nichts. War ja nicht mal ein Speicherpunkt. Dann kommt er wohl erst später. Okay, das sieht ja aber schon richtig aus, also muss ich wahrscheinlich doch erstmal da hoch. Wie eine Aufnahme ausgesehen hat, wie Biest so die Blase reingegangen ist. Dann gehen wir erst da oben lang. Also rätselmäßig hat es diese Welt hier noch ganz schön in sich. Das habe ich noch in Erinnerung. Da schon wieder. Ihr könnt mich mal. Jetzt weg. Ja. Witzig ist, ich glaube, man braucht ja gar nicht die Dinger aktivieren. Ja, man kann auch so darüber. Voll geschädigt. So. Bitte, bitte. Nein. Bitte, bitte. Nein. Sag bitte, bitte. Sag bitte, bitte. Bitte, bitte. Nein. Was immer von wo das ist. Okay. Gut, dann hier ist eine Sackgasse, das ist schon mal sehr gut. Da können wir jetzt offiziell weiter.
müssen wir hier noch so einen kleinen Fortschritt schaffen. Wir sind da. Beast, jetzt Tagline. Sehr gut. Au. Sehr gut. Das war total mein Feuerball, der ihn erledigt hat. Ah, Beast ist schon überpowered. Und langsam nähern wir uns zum Ende des Spiels. Ist auch irgendwie sehr komisch. Aber sind wir erst bei Part? Boah, ich habe gar keine Ahnung. 34 müsste das ja sein, ne? Ja. Ja, 34 ist das hier. Ja, so unter 50 Part müsste das Projekt eigentlich so sein. Ja, jetzt kommt das Rätsel. Da habe ich hin und wieder mal so meine Probleme. Weil dürfte eigentlich klappen. Beim eigentlichen sind einfach. Man kann einige Schalter echt nur aktivieren, wenn man den Schalter hervor aktiviert hat. Also ist es nicht wirklich ein Rätsel. So, ich kann nur den Schalter jetzt nur aktivieren, also muss ich ja nur den. So, und egal wie oft ich Kingdom Hearts spiele, jedes Mal, jedes einzelne Mal hängt er hier so dagegen und läuft gegen das Dingen. Jedes Mal. Egal wie oft ich Kingdom Hearts gespielt habe. Jedes einzelne Mal ist das passiert. Dass er immer dagegen läuft. So. Hier ist glaube ich nichts mehr. Oh, ich dachte, ich komme da oben hin. Da machen wir jetzt glaube ich alles nur um die Tür zu öffnen, die verschlossen war. Okay. Da ist nicht noch ein Schalter, oder? Nee. Hi, na? Ey, der hat meinen Zauber gebrochen. Ja, ich tue mit dem Holzschwert einen Feuerball abwehren. Das macht Sinn, oder? Aber deswegen habe ich das aus. Achso, hier. Bra. Es hat sich geöffnet. Schnell zum Eingangsportal. Nein. Keine Reaktion, verdammt. Aber irgendwo war noch eine Truhe, die ich oben gesehen habe. Von der anderen Seite. Was ist denn hier noch? Wird schon nichts Wichtiges sein. Lass uns mal das ganze Rätsel jetzt nochmal umgekehrt machen, um rauszukommen. Ist da irgendwo? Jetzt ich springe nicht aus Versehen da rein. Da oben. Wie komme ich da hin? Auf damit, Beast. Ups. Spring doch. Na gut, keine Ahnung. Irgendwo war hier jedenfalls noch eine Schatztruhe. Weil ich irgendwie nicht hinkommen anscheinend. Ich glaube, das hätte ich gar nicht aktivieren müssen. Egal. So, dann das hier. Hier komme ich hin und wieder nämlich manchmal durcheinander. Welche Reihenfolge ich machen muss. Und ja, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Wupp, nicht da lang. Wo ist jetzt die Schatztruhe? Die ich von der anderen Seite in diesem anderen Raum gesehen habe. Nein. Ja, zurück zum Speicherpunkt und beenden den Part. Wir haben viel erreicht, viel ist passiert. Rico hat unser Schlüsselschwert geklaut. Donald und Goofy haben uns verraten. Der Tag kann ja nur besser werden. Ach, Beast.
Ist echt wie ein Pokémon. Na gut, dann würde ich sagen, ich bin eine Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.